Leute? Warum fährt das Auto hinterher, Fabian? Verarsche mich? Mach was mit JP. Wäre noch tiefer als im anderen, ne? Das geht ja nicht. Das ist mein Auto! Geht weiter. Genau, das ist jetzt unsere Werkstatt, wo wir so ein bisschen die Vorbereitungsarbeiten für Veranstaltungen und so machen. Das ist das Auto, was oben jetzt bei den Urquartos die Lücke hatte. Das ist das Algarve-Auto, im Prinzip das erste Gruppe 4 oder das erste Rallye-Auto von Audi, das jemals als Quattro mit dem Fahrzeugkonzept quasi in der Rallye bestritt. Das erste. Danke. Also mechanische Einspritzanlage, halt, wie gesagt, noch auf Gruppe 4 Basis, nicht Gruppe B. K24, 26, ne? Sieht so aus. 26. 26. Das war noch davor, ne? Weil das müsste ja einer der ersten. 26 war das, glaube ich. Da vorne sich wahrscheinlich. Moment, das direkt so, wie das Auto wieder da steht. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist das Gruppe S Auto, das Mittelmotorfahrzeug. Das sieht man jetzt auch nicht so richtig, weil die Karosserieteile weg sind. Aber da sind wir halt gerade so ein bisschen in der Revision. Das wäre das Nachfolgeauto gewesen für die Gruppe B. Und dann wurde sie eingestampft. Und dann wurde das ganze Thema gestoppt und eingespannt, genau. Und wir sind letztes Jahr zum Beispiel bei der Eifel-Rallye mit dem Fahrzeug mit diesem Auto gefahren. Und der Walter Reul hat das Auto gefahren. Was allerdings der Fall war, ist, dass er selber das Auto auch nie vorher bewegt hat. Also er kannte das Auto in der Form gar nicht. Den Motor kennt er gut. Also das war das erste Mal auch für ihn. Und wir haben im Prinzip haben das Auto damals, ich glaube, mit 17 Kilometern irgendwo auf dem Tachometer übernommen. Ja, und haben jetzt mittlerweile... Wie? Von dem Punkt an bis dann wurde das Auto nicht bewegt? Also zumindest, der Wagen hat zwischendurch 30 Jahre gestanden. Und, 30? Ja. Und es ist auch unklar, wie viel das Auto vorher gefahren wurde. Jetzt, Sekunde, ich habe hier gerade ein kleines technisches Dilemma in mir. Ja. Bezüglich, wir haben hier auf dem Krümmer eine oberen Abgasabzweigung mit einem Wastegate dran. Das war ein Unluftsystem damals. Schubumluft, was sie jetzt auch im Rallye kostet. Aber Schubumluft mit Abgas, was in den Ladekreislauf geht? Mit Abgas, dessen Lader auf Drehzahl gehalten hat und schon mit beim Schalten aber der Lader seine Drehzahl, gehalten hat. Der Weg, also ganz kurz, der Weg muss eine andere Form beschreiben. Ja? Komm mal ran, das ist ganz interessant. Ja, also das Thema bei der Umluft funktioniert ja so, dass du quasi an dem Motor vorbei Luft ins Abgassystem einbläst und dann über Spätzündung die Verbrennung aktivierst, damit du den Lader auf Drehzahl hältst. Ah, also wir pumpen genau in diese Richtung. Genau, der Weg ist nicht von da zurück, sondern der Weg ist von da rein. Ah, das gibt es heutzutage nicht mehr. Doch, Rallye-Weltmeisterschaft komplett. Ehrlich? Alle vor dem Herrn. Es gibt wirklich in den Krümmer eingearbeitete Luftkanäle. Und das ist gängig. Also, wir haben hier diesen Zweig und ich habe vorhin gedacht, dass Abgas in diese Richtung geht und sich hier quasi in den Ladedruckstrang einfließt, aber es ist eher andersrum. Wir haben ja hier Ladedruck herrschend, hier Richtung Ladeluftkühler und wenn dieser Zweig aufgeht, dann geht Ladedruck Richtung Block, Richtung Krümmer. Genau. Okay, wir machen weiter. Sonst bleibe ich hier. Wohin gehen wir? Wir haben noch ein bisschen. Die nächste Station, die ist noch in der Vorbereitung. Genau so. Genau die Farbe. Boah, die Farbe. Genau das Auto. Und wir müssen auch unbedingt ein Projektauto bauen in Grün. Wir müssen ein British Racing Green Auto bauen. Die geben sich so viel Mühe mit diesen neuen Autos, ne? Das schaffen die nicht mehr, ne? Oh. Ey, ich muss sagen, die Farbe ist wirklich. Die ist wirklich krass. Alles auf einen Haufen. Und alles sauber, wie es so geht. Eine Etage unter den Le Mans Autos einfach hier. Deswegen stehen die alle oben, weil die leichter sind, haben die Decke nicht zusammengebracht. Ja. Boah, hier kannst du richtig rauslaunchen, ne, aus der Halle. Ja. Da hinten durchs Tor raus. Einmal da entlang. Sportkarte, was meinst du, was die Felgen kosten? Boah, guck mal! Das wusste ich gar nicht. Guck mal, die sind hohl gegossen. Seht ihr das? Die Speiche ist hohl gegossen, um Gewicht zu sparen. Also quasi eine Hohlkammerfelge, so hieß das. Der damalige Porsche 993 der damalige Porsche 993 hatte auch Hohlkammer-Turbofelge. In der Serie. Das gibt halt ganze Regale. Bis jetzt der beste Tag meines Lebens. Wir haben ja gedacht, du bist nicht der grüne, sondern eher der blaue Typ. So. Ja. Den darf ich fahren? Ja, natürlich. Du musst ja standesgemäß. Unsere nächste Station sprengt tatsächlich. Noch nie eingefahren. Einen kurzen. Guten Tag. Der Alex.
Hallo Alex. Hi. Das Problem ist, wenn ich sowas fahre, passiert danach meistens das, dass der Fabian Kubik sehr, sehr sauer wird. Weil dann brauche ich sowas. In Essen stand gerade einer, ein Weiter. Ehrlich? Und für? 490 Freunde. 490? Aber es gibt aber auch schon welche für 150 oder sowas, ne? Was? Nein? Nee. Oh, scheiße. So viel? Mhm. Momentan liegt bei den Fahrzeugen der Marktpreis so. Und da der hier bei euch steht und in dem Zustand, wird er mehr als 490 Steine kosten? Das weiß ich nicht. Gehe aber stark von aus, oder? Ja, auch kann sein. Also die Autos haben halt einen brutalen Preissprung hingelegt jetzt in den letzten Jahren. Wie so viele Fahrzeuge auch. Ja, wohin fahren wir denn? Ja, das ist die Überraschung. Ich fahre hinterher irgendwo? Mir nach, ja. Okay. Wow. Bis später, danke sehr. Bis später. Boah, scheiße. Fährst du den jetzt? Ich bin heute in der Nummer gehört. Fährst du den? Ja, klar. Fahr vorsichtig. Aber fahr mal vor, ich will ihn mal hören. Ja, was fahren wir hier? Sportquattro. Kurz. Teures Auto. Also Ladung und Zeiger haben wir auch da vorne. Aber ich freue mich auch hinter meinem Audi hinterher zu fahren. Erste Mal. Die Krawallbüchse. Mhm. Guck mal hier, was man alles machen kann. Man kann ABS separat ausschalten. Das ist nicht so normal. Ich sitze wirklich sehr nah, weil es ein kurzer Radstand ist. Guck mal, die Sitzbank ist nämlich direkt hier, siehst du das? Mhm. Ich sage es so oft, aber die Faszination, ich freue mich gerade so doll, dieses Auto zu fahren, ich kann gar nicht reden, weil ich einfach nur genieße, so ein Auto überhaupt mal fahren zu dürfen. Auch die Farbe ist toll. Ich weiß gar nicht, was ich denken soll, weil ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Weißt du, mal was kann ich anmoderieren? Ja, wir fahren jetzt da und dahin. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach jetzt meinem eigenen Auto hinterher, was in Ingolstadt auf einmal ist. Alle auch ganz normal schmunzeln und lachen. Ich frage mich, warum ist mein Auto hier? Da steht wieder jemand auf der Straße. Ah, den Herrn kenne ich. Der ist von der Entwicklung. Okay. Hier ist auch alles mit so Stahlzäunen. JP Performance. Krass, die im eigenen Parkplatz haben die da hingemacht. Ja. Die spinnen hier sowas von. Ich hoffe, wir können gleich noch ein bisschen mehr fahren hier mit. Gucken wir mal. Die Kollegen vom Design, das ist richtig. Ich verstehe gedacht, weil ich die Zäune sehe und so, hier ist ja, alles sehr. Ja, ja, ja. Wir bekommen ja eine neue Designabteilung in Mitte des Jahres. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen improvisiert. Das ist so ein bisschen improvisiert hier. Ne? Und wir haben noch mal was vorbereitet. Ne? Ja, ja, ja. Aber da können trotzdem nicht über den Zaun gucken, ne? Ja. Servus! Ja, das sind unsere Nachbarn hier, genau. Ja, nee, und wir, wie gesagt, wir haben was vorbereitet im Design. Wir zeigen dir jetzt mal ein Clay-Modell. Also das ist ein Clay-Modell vom Audi TT, also von dem Auto, was auf der Straße fährt jetzt. Also, okay. Ne, und wir wollten mal zeigen, wie der Arbeitsprozess aussieht. Ne? Wie das aussieht, wie man das macht, wie man das händisch macht. Und ich habe eine ganz große Frage. Ja, okay. Und zwar, wie macht ihr das, dass rechts und links so identisch sind? Das sehen wir jetzt. Okay, das sehen wir jetzt. Den Trick sehen wir. Weil das ist eine Sache, das frage ich mich ganz oft. Genau. Ja, ja. Dass rechts und links so gleich ist. Ja, ja. Das muss ja auch gleich sein. Das kann ja nicht. Wäre sonst doof. Da habe ich eine geile Geschichte, die kann ich gleich mal erzählen, wenn die Kamera aus ist. Wir sind hier im Exterieur, ne? Und wir sind 140 Mitarbeiter und alle 140 Mitarbeiter helfen mit, dass das Auto so schön wird. Oder alle Autos. Ja? Und wir machen alle Exterieurs. Alle. Ja? Also alle Runden Audi, wo die Audi-Ringe drauf sind. Ich wollte schon immer mal kennenlernen. Okay, jetzt genau. Wir haben Designabteilung. Wir gehen wirklich an den Ort auch, an dem die Dinge geschehen. Ne? Also okay. hier drin. Also wir haben hier ein Riesenstudio, aber das ist eins der Räume, eins der Studios. Wir haben und Kamera darf anbleiben? Ja, Kamera darf anbleiben. Ich kann jetzt mal vorwarnen. Ja. Ich sehe alles, was irgendwie heikel ist. Gut. Also wir schauen jetzt mal rein. Ja. Wir machen das jetzt mal. Okay, ich gehe mal vor. Also hier sieht man...
man... Wir gehen mal ran, wenn das... Ja, okay. Genau, wir können es mal sehen. Also das ist der Trick, die Klärmodelle symmetrisch werden. Ne? Von der einen Seite auf der anderen. Wir scannen die eine Seite und fräsen dann die andere. Und wie haben wir das früher gemacht? Schablonen gemacht. Die hatten Schablonen an der Messbrücke. Was aber heißt, haben die Schablonen, dass Autos unterschiedlich waren. Rechts, links, minimal. Wenn man gut gearbeitet hat, nicht. Also die ganz alten Karosseriebauer, ja, die in Italien, Ferrari 250 GTO bei Pininfarina, die haben nur Schnitte gemacht, haben die Schnitte ausgeschnitten und haben die rechts und links benutzt. Und dann war das eigentlich, wenn du sauber arbeitest, ist es gleich. Und du hast auch so ein Datennetz, das hat alle 100 mm dann einen Schnitt. Und die musst du reinarbeiten. So hat man es früher gemacht. Heute machen wir das anders. Heute fräsen wir die Sachen. Wenn du ein Design siehst, ja, hast du auch das Bedürfnis, oder wann entscheidest du, dass es wirklich final ist? Oder wann denkst du, das ist es jetzt? Ja, also sagen wir mal so, es ist schon ein langer Prozess. Von der Skizze... Wie lange ist der Prozess bei dem Auto gewesen? 24 Monate. Wir haben ungefähr 24 Monate. Von dem Start, vom Projektstart bis zum Design Freeze. Design Freeze ist ein wichtiger Meilenstein, weil eben danach gehen wir in Stahl und Eisen. Dann werden die ganzen Pressen dann eingekauft. Wird's teuer. Und dann wird es teuer. Wenn du dann nochmal was ändern willst, dann bist du in Hunderte von Millionen Euro drin. Und deshalb ist der Meilenstein Design Freeze für uns so wichtig. Danach ist keine Spielerei mehr. Danach ist Schluss. Ich habe Millionen von Fragen. Das ist gar mein Problem. Ja. Wenn du, eine du nach hast, der anderen. Du hast eine Designidee. Ja. Bedenkst du schon in deiner Phase, dass es technologisch umsetzbar sein muss? Also wir haben natürlich viel Erfahrung. Wir haben viele Projekte schon gemacht und wissen genau, was geht und was nicht geht. Das haben wir schon, diese Erfahrung. Aber trotzdem suchen wir immer was Neues. Das heißt, wir suchen auch immer neue Skizzen aus, immer kreative Sachen, die zu was Neuem führen. Das musst du machen. Du darfst nicht stehen bleiben. In der Autoindustrie geschieht das sehr oft. Es gibt gerade einen Konzern, der meiner Meinung nach gar stehen also bleibt. Also es gibt, wenn jemand ein Auto hat, das sich sehr gut verkauft und eine goldene Kuh ist, ja, dann will er die nicht schlachten, sondern will sagen, na, das mache ich so weiter. Und dann entsteht ein Problem. Du musst immer als Designer immer weiter gucken, immer weiter denken. Du musst immer dein Thema weiterentwickeln. In deinem Kopf ist welches Baujahr Auto gerade? Das ist natürlich das, was in meinem Kopf ist, ist das, was du in 4 Jahren siehst. In 4? In 4 Jahren, ja. Also das, was wir machen, ist 4 Jahre vorher. Also wir haben ja, was ich erklärt habe, 2 Jahre. Wir haben diese Zeit vorher von Projektstart bis Design Freeze ist 2 Jahre vor, nochmal bevor das auf den Markt kommt. Der Freeze also wenn, ist 2 Jahre davor? 2 Jahre davor. Und dann wird nur noch entwickelt oder wird nur noch werden die Werkzeuge, manchmal die Fabriken gebaut. Für manche Projekte, wie zum Beispiel der aktuelle Q5, haben wir eine Fabrik in Mexiko gebaut. Ja? Das ist natürlich eine besondere Situation. Da musst du eine Fabrik bauen für das Auto. Und dann musst du natürlich 2 Jahre vorher fertig sein. Okay, wenn jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt hier bei diesem Auto. Ja. Und schicke Felgen nebenbei. Ja, ja, vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten. Die Farbe ist auch nicht schlecht. Ja. Das dient einfach nur, um Lichtschattenspiele, Proportionen, um ein Gefühl zu bekommen, das Ding im Raum steht. Wir gehen schrittweise vor. Wir machen tatsächlich zuallererst Proportionsmodelle, um zu sehen, wie sieht das Package aus. Ganzes Auto oder auch Proportionen, vielleicht einfach nur Kotflügel, Haube, alles, Felge? Alles, alles, alles. Das ganze Ding. Was kostet so ein Ding? Wie viel wiegt das Teil? Bestimmt 3 Tonnen. Ja, ja, das ist so ein Leichtplay. Kann man anfassen? Ja, kann man anfassen. Kann man auch in die Hand nehmen. Na, da kann man auch so ein bisschen dran rumbröseln. Ne? Das sieht lecker aus. Ist nicht so lecker. Nein, ich habe schon probiert, aber es ist nicht. Wenn du sauer warst, ne, das Auto. Hier muss was weg. Nee, aber das wird weich, wenn man das knetet. Wenn es warm wird, wird es ganz weich. Und du kannst es dann auftragen. Das ist der Riesenvorteil. Und dadurch kannst du sehr schnell, genau, das ist aufgewärmt. Oh! Das ist warm. Ne? Hier, Novi, fass mal an. Lecker. Und das wird es hart. Riecht, wie es aussieht. Wenn es kalt wird, wird es hart. Ganz kurz, warum macht ihr das? Das Auto ist da. Ja, also das machen wir jetzt natürlich. Wir haben das hier auf der Platte, weil wir natürlich auch irgendwann an anderen Dingen, Derivaten arbeiten und so weiter. Und wir haben das jetzt wie vorbereitet. Also das hier haben wir heute für dich vorbereitet. Das ganze Ding? Das ganze Ding ist für dich vorbereitet, dass du das mal sehen kannst und das Material sehen kannst und den Prozess sehen kannst. Also, ehrlich jetzt? Wie arbeitet man händisch mit der Fräse? Das haben wir für dich vorbereitet hier. Okay. Eine schöne gerade Fläche hast du ja gemacht.
Also okay. Ich war mal dabei, wie so ein 1:4-Modell vom Tisch gefallen ist. Oh. Das ist auch ein tolles Geräusch. Auch gutes Crashverhalten. Ja, das können wir jetzt aber nicht simulieren. Das ist schwierig jetzt. Aber in diesem Raum kann ich mir vorstellen, in diesem Raum ist auch der R8 entstanden zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Oder in so einem ähnlichen... Den R8 hast du gemacht? Nein. R8 noch nicht. Ich bin seit 3 Jahren hier und wir haben ja gerade gelernt, man braucht 4 Jahre. Ja. Das heißt, an den Dingen, an denen ich beteiligt bin, die kommen erst jetzt im Sommer. Also, geh in Deckung. Ich gehe in Deckung. Ich komme hier alle, meine Tür auf! Genau. Hast du Angst? Nein. Wovor? Wovor soll ich Angst haben? Ich habe voll Bock auf neue Autos, meinst du, oder was? Ja, weil guck mal, wenn ich jetzt, wir machen ja auch ganz viele Designs, die halt, wo Leute drauf warten, ne? Ja. Foliendesigns und all sowas. Ja. Oder Räder und Felgen, all diese Projekte. Ja. Und diese Verantwortung vor den Menschen, diese Verpflichtung vor den Menschen, das spüre selbst ich. Ja. Und wir haben jetzt eine Reichweite, das sind zwar auch von ein paar Millionen Menschen, die wirklich fokussiert drauf gucken und warten. Und dann gucke ich da auch und warte und denke mir, was werden die sagen, was denken die sich? Ja. Und ich kann mir vorstellen, in deiner Position, ja, wir haben natürlich... Und denkst du an Märkte? Denkst du an den chinesischen Markt? Denkst du an den deutschen? Weil, weil wenn man viel reist, kriegt man ein Verständnis, der Chinese hat eine ganz andere Erwartung von einer Designlinie als ein Deutscher. Ja, absolut. Nee, ich meine, durchs Internet werden die Geschmäcker angeglichen, sagen wir mal so. Aber die sind trotzdem unterschiedlich in den Märkten, das ist so. Und was du sagst, die Verantwortung gegenüber den Leuten, die in der Produktion arbeiten oder gegenüber dem ganzen Unternehmen, das ist natürlich heftig. Das ist uns auch bewusst, dass wir da eine Verantwortung haben. Unglaublich. Ja, aber wenn... Kosten. Also es ist schon so, dass die Investitionen für ein Neufahrzeug, das liegt im Milliardenbereich. Ja, ich weiß. Ist so. Das sind 2 Milliarden für ein normales Neufahrzeug. Ne? 2 Milliarden? Ja, je nachdem. Es variiert natürlich. Es variiert. Eine Milliarde geht schon mal an dich. Schön wäre es, ja. Nee. Und hast du Wünsche, was du gerne umsetzen würdest, designtechnisch, was du aber nicht darfst? Ja, natürlich, sowas gibt es auch. Aber ich muss sagen, wir machen ja Showcars hier auch. Und mit den Showcars springen wir noch ein bisschen weiter. Mit den Showcars tun wir Dinge, die, sagen wir mal, wir im Fokus noch haben, die wir als Vision sehen. Das ist das, was du als Wunsch meinst. Das ist, wo ist denn unsere Vision? Wo wollen wir denn hin? Und das setzen wir um in Showcars. Welches Auto, jetzt wirklich von Mensch zu Mensch, welches Auto ist für dich designtechnisch, wenn du es sagen kannst, wirklich gut und welches ist wirklich schlecht? Ja, also jetzt kommt der Klassiker als Fiat Multipla. Natürlich. Nee, aber. Aber auch so, natürlich. Natürlich. Wenn du sagst, ein schönes Auto ist ein Maserati A6 GCS, der alte aus den 50ern. Mhm. Der sieht fantastisch aus. Ferrari 250 GTO natürlich. Diese Klassiker, das sind sehr schöne Autos. Es sind aber auch Autos, die hässlich sind, sind tolle Autos, wie zum Beispiel Lotus Super 7. Ein Lotus Super 7 ist ein super Auto. Ja? Ist aber eigentlich für viele Leute sehr hässlich. Ein Rostbecher. So, richtig. Es gibt kein schlechtes Design. Ich sag jetzt ein Auto, auf ein Audi. Okay. Und du sagst mir ein Wort dazu, was dir als erstes einfällt. Okay. TT. Pur. R8. Monster. Q7. Großer Bär. A3. Dynamisch. A4. A4 elegant. A6. A6 noch eleganter. A6, jetzt fange ich ein Wort, wir waren nur bei ein Wort. A6 ist ein Reiseauto. A6 ist, das ist das, was dazu passt. Distanz, ne? Distanz. A1. Ja, das ist der kleine freche Bruder von dem... A3. Ja. Ja? Zeig mal. Also, hier abfahren, ne? Ja. Ja, mit einer Hand. Eine Hand? Ja, wo ich den Mann in die Hand nehme. Okay. Du musst dieses Gefühl für die Fläche kriegen. Ja, versuche ich gerade. Aber es ist ganz schön wenig... Mehr Druck? Nee, ne? Ja. Du hast dann mal mit so einer Carbon-Startklappe, das ist dann mal schön rüberziehen. So runter? Ja. Dann siehst du da, hier ist zu wenig. Normalerweise müssen wir auftragen. Verstehe. Oder ich würde irgendwas nach Hunger kriegen, wie ich es machen würde. Ich denke, wäre Schokolade oder ein Käse. Wollt ihr mal eben den Initiator? Der Initiator steht da für die ganze Nummer überhaupt, ne? Na, das war auch eine Teamleistung. Also ja, immer auch eine Teamleistung. Ja, das ist bei Audi selbst. Ja. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir wieder zu den Autos. Aber wir fahren weiter? Wir fahren ein bisschen. Wir fahren. Achso, oder? Wir fahren. Also, fährst du auch mit? Ich fahre auch mit. Aber jetzt bin ich dabei. Okay, dann sage ich schon mal Tschüss. Ciao. Danke sehr. So, tschüss. Ciao.